Ja, wir haben gerade überlegt, wo wird zuerst gewählt? Natürlich in Bremen wird zuerst gewählt. Wir rollen das Feld jetzt von hinten auf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, vor 422 Tagen begann der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ermordete Zivilisten, vergewaltigte Frauen, inzwischen 20.000 verschwundene Kinder, Folter, Massengräber. Meine Damen und Herren, ein menschenverachtendes Verbrechen, was bereits mit der Annexion der Krim im Jahre 2014 und dem ersten Angriff auf den Donbass begann und die Reaktion der damaligen Bundesregierung, der Großen Koalition, war und bleibt beschämend. Allein in diesem Krieg sind über 15.000 Menschen gefallen, gestorben, ermordet worden, und das im Herzen von Europa. Befehligt von Wladimir Putin, dessen imperialistischer Größenwahn Verhandlungen oder diplomatischen Gespräche nicht vorsieht, sondern der bis heute offen täglich artikuliert, dass es für ihn nur ein Ziel gibt: die vollständige Vernichtung der Ukraine und ihr Auslöschen von der Landkarte. Und ich sage das deswegen, damit wir das nicht, und wir wollen alle Frieden und sind alle friedensbewegt, aber dass wir das nicht vergessen, das ist sein Ziel und das müssen wir wahrnehmen. Und das darf nicht relativiert werden, geschweige denn, dass es Menschen in Deutschland das russische Narrativ zu eigen machen. Meine Damen und Herren, der Kampf ist auch im Netz gegen russische Bekloppte und Trolle, die versuchen, die Geschichte umzudeuten. Und meine Damen und Herren, die Ukraine kämpft um ihre territoriale Integrität. Und es ist auch ein Kampf um Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie der westlichen Welt. Die UN wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, damit nie wieder ein stärkeres Land ein schwächeres einfach so überfällt und Menschen umbringt. So einfach ist das. Und genau das passiert jetzt gerade. Und deswegen darf, auch wenn es manche nervt, immer wieder unsere Unterstützung, die ist elementar. Und sie darf nicht nachlassen. Und die Rufe aus der Ukraine, Franziska Brandmann hat es vorhin gesagt, die Menschen, die wir in dem Jahr kennengelernt haben, sie flehen darum, dass wir nicht wegschauen. Der Krieg tobt nach wie vor in grausamster Weise. Und meine Damen und Herren, unter dem Eindruck dieses Krieges hat unser Bundesparteitag vor einem Jahr hier in dieser Halle mit überwältigender Mehrheit den Antrag Frieden, Freiheit und eine europäische Perspektive für die Ukraine, es waren 11 Forderungen, zugestimmt. Wir haben gemeinsam das wichtige Signal gesetzt, dass die Freien Demokraten in fester Verbundenheit an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen und ihren Einsatz für Frieden, Freiheit und Demokratie unterstützen. Wirtschaftlich, humanitär und ja, auch mit schweren Waffen. Und ich bin stolz darauf, dass die FDP vom ersten Moment an unmissverständlich eine klare Haltung gezeigt hat. Und ich danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen dafür für Ihren Einsatz, für Freiheit, für Menschenrechte, dass Sie uns im Bundestag an dieser Stelle begleiten. Und ich möchte auch denen danken, die sich um die Flüchtlinge kümmern, die aus der Ukraine kommen, den Männern und Frauen in den Kommunen. Und ich weiß, was Kommunalpolitik bedeutet. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist für Städte und Gemeinden und dass wir trotzdem in der Lage sind und fähig sind, diesen Menschen zu helfen, die nicht freiwillig gekommen sind, sondern schlichtweg deswegen, weil sie Sorge haben müssen, ermordet zu werden. Meine Damen und Herren, wir sollten uns auch jetzt für die Integration der Ukraine in die europäische Familie stark machen. Die Ukraine wünscht sich eine Zukunft, eingebettet in die Europäische Union. Und ja, der Weg ist ein langer, der Weg ist auch kein einfacher. Aber er ist ein wichtiges Signal an die Ukraine, an deren Zukunft, dass wir an ihre Zukunft glauben. Und auch Richtung Moskau, dass keiner in Moskau auch nur den Glauben hegt, dass die Ukraine verloren ist. Sie wird auf lange Sicht ein Teil
unserer Union sein. Und das lohnt sich heute schon zu artikulieren. Und meine Damen und Herren, was ganz wichtig ist, dass unsere Ministerinnen und unsere Minister dieses Thema auch ganz klar am Kabinettstisch artikulieren. Christian Lindner als Finanzminister hat 3 Tage, 72 Stunden nach Angriff Russlands, ein Sondervermögen für die Bundeswehr aufgesetzt und hat möglich gemacht, dass in großer Mehrheit der Deutsche Bundestag diese 100 Milliarden ins Grundgesetz festgeschrieben haben. Und damit hat er etwas getan, was in der Bundesrepublik seine Vorgänger Finanzminister, einer davon ist heute Bundeskanzler, nicht getan hat, nämlich mehr Geld der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, damit die Bundeswehr eine moderne und wieder gut ausgestattete Armee wird. Und gleichzeitig alles dafür getan, um die finanziellen Folgen des Krieges für die Bürgerinnen und Bürger abzumildern. Denn nur eine gut finanzierte und gut ausgestattete Bundeswehr, meine Damen und Herren, hat eine Chance, auch zu wirken. Und nur wenn sie einsatzbereit ist, wird es junge Männer und Frauen geben, die bereit sind, ihren Dienst zu tun. Und deswegen an dieser Stelle, Sie wissen, was kommt und was mir wichtig ist, ein Dank an alle Soldatinnen und Soldaten, die in Deutschland und fern von der Heimat weltweit ihren Dienst tun. Am Ende nur deswegen, nur um unser Leben in Freiheit und Demokratie möglich zu machen. Und dafür gilt unser aufrichtiger Dank. Und meine Damen und Herren, auch unser Justizminister Marco Buschmann hat klargemacht, und das ist wirklich wichtig, dass es den Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes für Menschenrechte in Den Haag gegen Wladimir Putin, dass er dieses als Justizminister durchsetzen wird. Wenn Wladimir Putin einen Fuß in unsere Republik setzt, wird er dahin gehören, wo er ein Verbrecher hin muss, nämlich ins Gefängnis. Und meine Damen und Herren, so etwas laut zu sagen, ich meine, wir sind ja alle unterwegs, auch im Netz, so etwas laut zu sagen, da gehört mit Verlaub ein Arsch in der Hose. Meinen Sie, was da los gewesen, als der Justizminister das gesagt hat? Da kamen Sie, die russischen Trolle, da kamen Sie. Und meine Damen und Herren, und da haben wir auch zu unseren Abgeordneten und zu unseren Ministerinnen und Ministern zu stehen, und zwar im Netz und nicht nur zu posten, was wir gegessen haben, sondern zu posten, auch nicht da, wo wir immer in Urlaub sind, sondern zu posten, dass wir uns nicht einschrecken lassen vor denen, die glauben, dass wir Angst vor ihren unsäglichen, dämlichen Tweets haben. Und meine Damen und Herren, Christian Lindner hat es gestern gesagt, Bettina Stark-Watzinger, die erste Ministerin nach Jahrzehnten, die nach Taiwan gereist ist. Das glaubt man ja nicht. Es war aber so. Und Bettina, es war gut, dass du es gemacht hast. Einige Wochen vorher war ich gemeinsam mit Johannes Vogel mit einer Delegation in Taiwan. Und wir haben Gespräche geführt mit der Präsidentin, mit Ministern. Und jeder sagt, übrigens Taiwan, ein Land, eine Insel, die eng an der Seite der Ukraine steht, die unmittelbar nach Kriegsbeginn 600 Tonnen Material geschickt hat, Medikamente und gesammelt hat bei den Bürgern. Und die haben 30 Millionen Euro aus dem Stand der Ukraine überwiesen. Eine Insel weit weg von uns, weil man im Indopazifik weiß, was dieser Krieg auch für diese Region dort zu bedeuten hat. Und es war gut, dass die Ministerin da war. Und meine Damen und Herren, als Johannes Vogel und ich mit der Delegation losgereist sind, hat die chinesische Botschaft ein Rad geschlagen. Aber nicht vor Freude, sondern weil sie irritiert waren. Und unsere Antwort kann nur sein, wir leben in einem freien Land, hier darf auch ein chinesischer Botschafter ein Rad schlagen. Aber wir sind freie Abgeordnete und wir reisen dahin, wo wir hinreisen wollen. Und meine Damen und Herren, auch das ist nicht selbstverständlich, unser Verkehrsminister Volker Wissing, der sorgt nämlich dafür, dass die Bahn nicht nur uns transportiert, sondern auch das ganze Material, was Richtung Osten nach Polen transportiert wird. Und darüber hinaus
unbürokratisch dafür gesorgt hat, dass Starlink-Terminals durch Deutschland transportiert werden konnten, um den Menschen in der Ukraine den gerade in diesen Zeiten so wichtigen Zugang zum freien Internet möglich gemacht hat. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und auch das, lieber Volker, ein herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, nicht nur als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sondern wir, die wir dort in diesem Ausschuss arbeiten, haben seit Kriegsbeginn aber auch eines gelernt. Eigentlich wussten wir es schon, aber jetzt haben wir es wirklich gelernt. Es benötigt in diesen existenziellen Momenten nicht nur schnelle und mutige Entscheidungen, sondern wir brauchen auch Partner. Partner, die das Vorgehen gemeinsam abstimmen und durchziehen. Und deswegen die Sicherheitspolitik von uns. Die Sicherheitspolitik heißt und ist europäisch, meine Damen und Herren. Denn wir in Deutschland können noch so viel machen, wie wir wollen. Wenn wir nicht gemeinsam europäisch ticken, werden wir auch diesen Kontinent nicht wirklich schützen können. Und meine Damen und Herren, das Problem ist natürlich, dass in Europa jeder seine geografische Sicht der Dinge hat. Wenn Sie in Spanien sind, dann schauen Sie nach Nordafrika. Wenn Sie in Italien sind, schauen Sie nach Libyen. Und wo schauen wir hin? Wenn es gut geht, nach Dänemark. Das ist aber natürlich ein Unterschied. Und meine Damen und Herren, die Tatsache, dass Europa jetzt gemeinsam Munition beschafft, dass es Lieferungen bei Absprachen gibt, wenn es auch um militärisches Material geht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es muss nämlich nicht jedes Land alles machen, sondern es muss koordiniert werden. Und genau daran liegt auch die Stärke dieser 27 Staaten. Und meine Damen und Herren, die europäischen Staaten ohne Ausnahme warten darauf, dass, wenn man eine gemeinsame Wehrfähigkeit aufbaut, Deutschland eine Rolle übernimmt, seine Rolle übernimmt, mitzuführen und auch den Takt vorzugeben. Meine Damen und Herren, mir sagte ein osteuropäischer Diplomat gerade gestern noch, Europa, vor allem Osteuropa, hat vor nichts Angst, außer vor den Russen. Deutschland hat vor allem Angst, nur nicht vor den Russen. Nur nicht vor den Russen, meine Damen und Herren. Und uns sollte klar sein, es ist ein Kompliment, wenn knapp 80 Jahre nach Kriegsende die europäischen Staaten die Deutschen bitten, mehr zu führen. Meine Damen und Herren, das ist Ehre, das ist Auftrag, das ist ein Kompliment. Und das wurde an unserer Wiege, selbst an meiner, und ich bin in den 50er Jahren geboren, nicht gesungen. Und deswegen haben wir die verdammte Pflicht, diese Rolle als Deutsche anzunehmen, in Kooperation mit den Partnern. Aber nicht an der Startlinie stehen und warten, bis alle losrennen. Und dann gucken wir mal, wo die Karawane hinzieht. Und dann bewegen wir uns. Nein, wir haben mit zu entscheiden, in welche Richtung es geht. Meine Damen und Herren, ich freue mich deshalb sehr, dass der Bundesvorstand der Partei meine Spitzenkandidatur für die Europawahl so einmütig unterstützt hat. Sie werden letztlich im Januar natürlich, wenn wir eine Liste aufstellen, auch mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die ja bereits im Parlament sind, werden wir im Januar aufstellen. Meine Damen und Herren, Europa braucht Stabilität, wo eben nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Und ich freue mich, dass Sie mir dieses Vertrauen schenken. Aber Europa steht neben den sicherheitspolitischen Herausforderungen natürlich noch vor ganz anderen Herausforderungen, wie der Migration, dem Klimawandel und der fortschreitenden Digitalisierung. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen. Für viele ist Europa Bürokratie, Gesetze. Wenn man von Brüssel spricht, denken die einen vielleicht an Ferien, die meisten sagen aber, ach du meine Güte, kriegen nichts auf die Kette. Meine Damen und Herren, in der Tat, wir haben da eine Kommissionspräsidentin, ich kenne die noch, als Verteidigungsministerin. Es ist ja immer schön, dass man im Leben sich mehrmals begegnet. Aber Europa, meine Damen und Herren, ist auch ein Lebensgefühl. Das ist eine Mentalität.
Es ist eine Destination für die ganze Welt. Es kommen unglaublich viele Touristinnen und Touristen nach Europa. Und die Deutschen selber machen übrigens überwiegend in Europa Urlaub. In Spanien, in Italien, in Griechenland. Städtereise wie Paris, Rom, Athen, Warschau, Wien, Kopenhagen, Amsterdam. Die boomen. Natürlich auch nach Düsseldorf, das muss ich jetzt mal kurz sagen. Meine Damen und Herren, das sind Städte, die liegen alle in Europa. Und das Ganze ohne Grenzen zu passieren. Und das Ganze ohne einen Ausweis zu zeigen. Und wenn es gut geht, das Ganze auch mit ein und derselben Währung. Meine Damen und Herren, das mag für viele selbstverständlich sein. Vor allen Dingen die, die in den 90er Jahren geboren worden sind. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht Gott gegeben. Dafür haben unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern gekämpft. Und zwar über Jahre hinweg. Meine Freundinnen und Freunde, in Europa waren alle Kriegsgegner. Unvorstellbar. Daraus wurden Freunde. Und wenn Sie die Europahymne vielleicht nicht singen, sie wird ja weniger gesungen, da steht Töchter aus Elysium. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, von den Göttern geliebt. Und dass alle Menschen Brüder werden. Sie erlauben mir, dass ich nicht gendere. Dass alle Menschen Brüder werden, auch das ist ein Traum. Aber wenn wir als freie Demokraten nicht davon träumen, wer denn dann, wenn nicht wir, dass dieses Europa nicht nur eine Chance ist, sondern unsere Zukunft? Und deswegen zitiere ich auch Hans-Dietrich Genscher. Ich zitiere, Europa ist unsere Zukunft, sonst haben wir keine. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns für diese Zukunft streiten. Männer, Frauen, die Jungen, die Alten. Ich mache es mit Freude, aber ich brauche jeden von Ihnen an jeder Ecke des Landes, damit wir gemeinsam mit den erfahrenen Europapolitikern richtig den Ring rocken. Und mir soll keiner sagen, sind Sie bescheuert, aus Berlin nach Brüssel zu gehen. Am Ende soll rauskommen, wie klug, dass wir nach Brüssel gehen, weil dort liegt die Zukunft unserer Zukunft in Frieden, Freiheit und Demokratie. Applaus